Servus zu Barbecue aus Franken. Ja, heute gibt es wieder mal was zum Zeigen und ich habe da richtig Bock drauf. Das ist der Bandit von Muyesta Barbecue. Richtig schöne Geschichte, richtig tolle Geschichte zum Grillen und ziemlich vielseitig einsetzbar. Und da freue ich mich richtig drauf, oder wir freuen uns so drauf, das aufzubauen. Es ist ein bisschen ein trüber Novembertag heute, aber das trübt mit Sicherheit nicht die Freude über das neue Gerät. Ja, Aufbauvideos hat es ja schon en masse gegeben davon, aber ich zeige es euch trotzdem mal, wie es so mit Musik unterlegt. Und ich muss eins dazu sagen, der Aufbau des Ringes, den werde ich ein bisschen abändern. Ich habe da von Barbecue Altbella, von Beda, einen Tipp bekommen, bau erst die Bretter ran, dann den Ring. Also ihr werdet es in der Reihenfolge dann auch sehen. Ja, ich habe Hilfe und ich packe das jetzt alles erst einmal aus und ja, dann sehen wir weiter. Ja, ich habe das Prachtstück jetzt mal ausgepackt und eigentlich alles, was wir ja jetzt dazu brauchen, sieht ein bisschen aus wie auf einer Baustelle. Sieht eh nicht schön aus, aber wie gesagt, es ist halt Herbst. Der Garten ist quasi schon so weit winterfest, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die noch weg müssen da in dem Eck. Aber egal, hat ja jetzt nichts zur Sache zu tun damit oder hat jetzt nichts mit der Sache zu tun. Was machen wir jetzt? Ich zeige euch einmal ganz die Teile und dann geht es ans Aufbauen. Und das Aufbauen mache ich einfach mal so. Und ich lasse euch zuschauen und dann mal das Ganze mit ein bisschen Musik. Weil, wie gesagt, es gibt ja eigentlich schon viele Aufbauvideos, die alles Wesentliche erzählen. Und ja, legen wir mal los. So, damals natürlich als erstes einmal den Korbus vom Bandit mit seinem schönen Muyesta-Logo. Unten die Öffnung für den Aschebehälter. Dann war dabei natürlich der Ring hier. Ich habe den jetzt mal da aufgebockt. Im Hintergrund sieht man schon die Disc, die Barbecue-Disc. Der Trichter, der Aschetrichter, der in das Gestell, also beziehungsweise in den Korbus kommt. Dann haben wir unsere zwei Gitter, einmal den Grillrost als solches. Unten drunter, das sieht man jetzt ganz schlecht, ist der Kohlerost. Die Befestigungsgeschichten sind dabei, also komplettes Befestigungsmaterial. Meine beiden Griffe und ja, zwei Metallteile für den Ascheauffangbehälter. Eine Beschreibung und die Bretter. Ja, was brauchen wir natürlich auch noch? Wir brauchen natürlich noch den Distanzhalter dazu für die Barbecue Disc. Ich habe jetzt noch dabei die Haube dafür und den Wok-Aufsatz, also die Wok-Krone und natürlich auch gleich einen Wok, damit wir richtig schön arbeiten können. Aber jetzt geht's an den Aufbau. Thank you.
nach der Bandit ist aufgebaut und das war wirklich absolut easy, also wirklich kein Problem. Ich habe es ganz alleine gemacht, also das hat auch funktioniert mit den Auflagebrettern. Auf der einen Seite etwas unterstützen, ich habe die Palette genommen, die dabei war beim Anliefern. Das hat wunderbar funktioniert von der Höhe, von der anderen Seite her war ich dabei und habe es gehalten. Hat gut funktioniert. Der Aufbau, wie gesagt, völlig easy, die Qualität von den ganzen Teilen wirklich echt klasse, da passt alles, braucht man nicht lange rumtun. Dieser Tipp, diese Ablage da wirklich verkehrt rum quasi aufzubauen, also sprich erst zu montieren, also sprich die Bretter zu montieren und dann anschließend am Grill selbst bzw. am Bandit selbst, das war wirklich ein guter Tipp von Peter, danke dafür. Ansonsten tut man es hier ein bisschen schwer, man muss halt alles da unten dann machen, also quasi muss runterkrabbeln. Bin ich nicht so der Typ dafür, aufgrund von meiner Körperfülle auch vielleicht, aber ich glaube, es macht auch Schlanker nicht gern. Ja, zum Material von dem Fass, das ist alles richtig rostig und so, und das gehört auch so. Das ist dieser Kortenstahl und der ist wirklich richtig unempfindlich, der braucht diese Patina. Unterhalb von dieser Rostschicht bildet sich quasi so eine Oberfläche und die schützt den Stahl. Der ist, wie gesagt, richtig gut und es darf auch ruhig noch ein bisschen mehr rosten. Und das soll im Laufe der Jahre soll es eher besser werden als schlechter. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe ja vorhin mit der Wasserwaage das Teil hier ein bisschen austariert, sage ich einmal. So ganz kriegt man es natürlich nicht hundertprozentig hin, aber wenn ihr die Barbecue-Tist verwendet habt, ihr ja gesehen habt, da unten diese drei Schrauben, damit kann man tatsächlich ein bisschen so die Neigung der Platte ein bisschen einstellen. Was gibt es sonst zu sagen? Ach, gar nicht so viel, weil ich werde das Ganze so ein bisschen immer bei den Videos vielleicht ein bisschen kommentieren, ein bisschen was dazu sagen, weil ich freue mich richtig dicke auf diese Videos, die ich jetzt machen werde mit dem Teil hier. Und da wird es einiges geben, freue mich richtig drauf. Ja, hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen, eine kleine Vorstellung heute. Und wenn euch das gefallen hat, vielleicht wollt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Entweder ich oder Moesta wird sie sicher beantworten. Soweit ich es halt beantworten kann. Was wollt ihr noch so? Ja, abonniert den Kanal vielleicht. Da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Einfach draufklicken und dann seid ihr dabei. Die Glocke vielleicht abonnieren, wäre recht schön. A für den Algorithmus und B, ihr bekommt dann eine Info, wenn es mal was Besonderes gibt, wie eben diese Geschichte hier, weil es ist ja kein normaler Wochentag, also sprich kein normaler Mittwoch, sondern wir machen das natürlich ein bisschen außerhalb der normalen Rezeptreihe. Aber ihr werdet dieses Teil sehr häufig in den Rezepten sehen, da freue ich mich richtig drauf. Was bleibt mir zu sagen? Mittwoch gibt es ein Rezept. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis dann. Ich bleibe euer Sven. Und wenn ich das nächste Mal mit der Platte arbeite, dann habe ich jetzt auch was zum Probieren.